Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute, seht ihr an der Videolänge, gibt es ein XXL-Haul, denn es ist Ostern. Happy Easter! Frohe Ostern, ihr Lieben, sofern ihr es feiert. Und ja, ich habe mir gedacht, vielleicht habt ihr ein bisschen Zeit mitgebracht und wenn du Bock drauf hast, so ein bisschen durch meine Einkäufe zu stöbern, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Natürlich sind hier auch allerhand Produkte mit dabei, die ich entweder von Kooperationspartnern geschickt bekommen habe oder mir sogar bestellt habe. Und dementsprechend wird es auch ein paar Codes für euch geben. Ich starte dementsprechend auch mit Dalton. Da habe ich jetzt heute, diese Woche den Code BeautyClaudi. Da kannst du 20% sparen auf alles bei Dalton, außer Streichpreise und Gutscheinkarten. Das ergibt durchaus Sinn. Und da empfehle ich euch ja immer wieder auch, euch die Sets anzuschauen. Da habe ich euch hier im i auch mal vor einiger Zeit, ich glaube vor einem Jahr war das sogar schon, die ganzen Trend-Editionen vorgestellt. Die gibt es auch dort noch und da könnt ihr richtig krass sparen und ihr könnt halt auch mit meinem Code auf die Sets sparen. Das ist immer so die Mega-Empfehlung von meiner Seite, weil ihr sowieso die Sets rabattiert bekommt und dann halt auch nochmal mit BeautyClaudi 20% zusätzlich sparen könnt. Ne? Das ist richtig, richtig krass, wenn man Nachschub braucht. So, ich habe mit meiner Ansprechpartnerin dort ein bisschen geschrieben. Da ging es um aktuelle Sachen, die auch in meinem Gesicht so abgehen und auch um die aktuellen Veränderungen, die da sind. Da kommt jetzt auch diese Woche noch ein Video zu. Und zwar ist jetzt ja auch die Umstellung von der Winter- zur Frühling-Sommerpflege. Da stelle ich ja zum Beispiel auch meine Peelings um. Ich fange jetzt schon an, dass ich auch jetzt auch Enzympeelings verwende und keine chemischen Peelings mehr. Da habe ich mir jetzt Nachschub von dem Enzympeeling von Dalton geholt. Da sind Sticks drin und die könnt ihr ja auf 2 bis 3 Anwendungen strecken. Das ist relativ simpel. Das sind so Puder-Sticks und das Puder nehmt ihr euch raus. Das reicht, wenn ihr wirklich wenig davon nehmt, ne? Und dann habt ihr, meistens mache ich das unter der Dusche, ein angefeuchtetes Gesicht, gebt euch ein bisschen was in die Handinnenfläche, emulgiert das ganz leicht mit Wasser auf. Wie gesagt, ihr braucht da eigentlich nur ein Drittel oder nur die Hälfte von, je nachdem wie groß das Gesicht ist und ob ihr Hals und Dekolleté mitmachen wollt. Dann massiere ich mir das immer so, natürlich auf das gereinigte Gesicht, lasse es ein bisschen einwirken, wasche das runter. Und das ist eine sehr, sehr milde und angenehme Form von Peeling. Und das ja, verbessert das Hautbild sehr, sehr intensiv. Ich kann euch absolut empfehlen, euch die Enzym-Peeling-Sticks von Dalton anzuschauen. Genau, sind großartig. Also für mich persönlich die Sommer-Peeling-Geschichte schlechthin. Dann habe ich gesehen, dass ich definitiv noch Toner-Nachschub brauche. Toner ist so der nächste Step, wenn ich dann halt mit meiner Gesichtspflege richtig starte, ne? Dass ich da einfach mal ein bisschen den pH-Wert ausgleiche, dass ich der Haut schon mal so ein bisschen die Chillness gebe. Allen, denen ich das bislang empfohlen habe, einen Toner zu verwenden nach der Gesichtsreinigung und bevor man dann halt seine regulären Pflegesteps anwendet, die haben mir alle gesagt, Mensch Claudi, es ist alles so viel entspannter geworden in meinem Gesicht und es ist halt wirklich so, gerade die mit sensibler Haut, wie das bei mir der Fall ist, großer Tipp, einen Toner zu verwenden generell. Und die von Dalton sind traumhaft, es ist Meereskosmetik und da das Leben aus dem Meer kommt und du Leben bist und ich Leben bin, kommen wir ja irgendwie aus dem Meer. Und da ich hier so viel euch über Produkte erzählen werde, die ich geil finde, möchte ich auch in diesem Video wieder was verlosen. Und zwar ein selbst zusammengestelltes Beauty-Paket mit geilen Produkten. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht in der Infobox, schau super gerne mal vorbei. Das ist bunt gemischt, ne? Pflege und dekorative Kosmetik, was mir da so in die Finger kommt. Und genau, das möchte ich in diesem Video auf jeden Fall verlosen. Auf jeden Fall habe ich hier von Dalton Classic Clean Sensitive Skin das hautberuhigende Gesichtswasser. Das ist halt wirklich für die Momente bei mir gedacht, wo ich eine eskalative Hautsituation habe. Das ist ab und an mal hormonell bedingt bei mir der Fall. Manchmal ist es halt auch jetzt durch die Wetterumstellung wird das ganz krass kommen. Ne? Wenn es halt wärmer wird, wird meine Haut darauf reagieren. Ich habe mittlerweile eine ganz leichte Rosazea. Das ist einfach so, das ist einfach da und da kann ich mit hautberuhigenden Geschichten auf jeden Fall ganz gut immer um und da gibt es ja verschiedene Reihen und diese Sensitive Skin Reihe ist einfach so eine ganz große Liebe von mir und auch von meiner Mama tatsächlich, da habe ich ihr schon einiges empfohlen und dann habe ich ja auch noch von der Comfort Clean Sensitive Skin Reihe das sanfte Anti-Aging Gesichtswasser, ja, das hat dann halt auch noch Eigenschaften mit dabei, was halt ja so leichtes Slow Aging machen soll. Ne? Das ist dann mit entsprechenden Wirkstoffen. Ich habe euch auch schon mal ein Video, Anti-Aging ist ein Mythos, also quasi zum Slow Aging hier im i verlinkt gemacht. Da könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Da kriegt ihr sehr viele Tipps und Tricks mit an die Hand. Was auf jeden Fall auch beim Slow Aging Prozess hilft, ist, dass man halt ja zum Beispiel was gegen seine Knitterfältchen macht. Da kann man hier mit diesen Augenpads wunderbar arbeiten. Ich war jetzt
wo ich das Video drehe, ne, habe ich gerade sowohl eine Bronchitis hinter mir als auch einen dicken Magen-Darm-Infekt. Und ja, das waren tolle Nächte, weil das halt die ganze Familie hat. Und ja, da konnte ich sowas sehr gut gebrauchen. Hier haben wir drin Plankton, Rotalge, Hyaluronsäure und Panthenol. Also es ist feuchtigkeitsspendend, hautberuhigend und halt auch ein bisschen glättend. Und ich sage bei diesen Augenpads auch immer, zum einen, Dalton, bitte das als großes Pöttchen rausbringen. Danke, würde mich sehr freuen. Und die rutschen halt null. Du kannst theoretisch, wenn du es hinkriegst, über Kopf an der Decke staubsaugen. Ich habe da schon euch Reels mit hochgeladen, wo ich gehadbangt habe. Ich bin damit durch die Gegend gehüpft. Du kannst die wirklich, und das ist für mich auch immer wirklich wichtig, weil wenn ich morgens meine Hautpflege mache, mache ich mir eine Gesichtsmaske drauf, eine Crememaske, ne, und halt Augenpads oder eine Augenmaske in Cremeform. Und klar, die Crememaske, die rutscht nicht, aber Augenpads rutschen halt super gerne. Die hier rutschen null, gar nicht, nada niente. Also die gibt es im Fünferpack und ja, mega Empfehlung. Kann ich nicht anders sagen. Und genauso ein Saugnapf ist halt auch die Hydro-Lift-Maske. Die gibt Feuchtigkeit, die gibt auch eine leichte optische Glättung vom Gesicht. Das ist auch so ein richtiger Saugnapf und auch diese Maske kannst du zwei bis zu dreimal verwenden, wenn du halt eine intakte Hautbarriere hast, die ich zum Beispiel aktuell habe. Also wenn du halt nicht jetzt irgendwelche Pickel, Ratscher oder sonst irgendwas hast, ist das überhaupt kein Problem, die am nächsten und vielleicht sogar übernächsten Tag zu verwenden, weil du hast in diesem Dashiki unten drin ganz, ganz viel Serum und das sollte man auf jeden Fall verwenden. Natürlich kann man auch verschwenderisch sein und sich das ganze Kram dann auf Hals, Dekolleté und vielleicht sogar Oberkörper schmieren, wie man möchte, aber lass das auf jeden Fall nicht verkommen oder mach das in ein Pöttchen und verwende das dann in den Tagen danach, aber dieses Serum, was hier drin ist, ist wirklich, wirklich, wirklich gut und sollte nicht in der Tonne landen. Und im Sommer mache ich das auch ganz gerne, da diese Maske an sich halt auch in so, ja nicht, das ist so, ja so Netzstoff quasi eingepackt ist, ne? Das packe ich mir ganz gerne so auf den, auf das Dekolleté mit drauf und das ist wirklich eine super kühlende Geschichte, also so als Aftersun-Geschichte auch ganz schön, also auch das muss man nicht wegschmeißen, man kann da so, so viel mitmachen. Auch hier wieder ein Video verlinkt, Produkte zweckentfremden, ne? Da kannst du auch das zweckentfremden, was hier so mit bei ist. Dann hast du hier auch einfach produktionsbedingt sind hier die Augenausschnitte noch dran. Beziehungsweise eigentlich ist das ja quasi Institutskosmetik und dann ist es ja beim Spa. Und wenn man dann halt da liegt, dann werden diese Augendinger halt umgeklappt, dass du halt auch die Augenlider entsprechend mit hast. Aber das brauche ich ja nicht, wenn ich mich dann noch eincreme und so. Das heißt, die schneide ich mir ab und die verwende ich dann am nächsten Morgen als Augenpads einfach. Also das hier ist ein Produkt, was nicht günstig ist, aber ihr könnt so viel damit anstellen und solltet es auch wirklich komplett nutzen. Da habt ihr dann auch wirklich Freude mit. Ich kann es nur empfehlen. Ich bin halt auch so groß geworden, dass man irgendwie versucht, alles zu verwerten, was man irgendwie verwerten kann und so, ne? Deswegen. Gut, dann habe ich hier die Marine Selection, das Anti-Aging-Ampullenset. Leute, das ist mein liebstes Ampullenset von Dalton. Die haben auch noch andere Ampullensets, aber das ist das Ampullenset, was ich einfach immer da haben muss, weil ich einfach jede einzelne davon perfekt finde für meine Haut. Also die funktionieren klasse. Du hast die Extreme Lift, die irgendwie einen natürlichen Botox-Wirkstoff mit dabei hat. Das heißt, du hast da wirklich so einen Glättungseffekt quasi direkt nach der Anwendung der Ampulle hier mit dabei, ne? Dann hast du die Q10, das reagiert mit dem hauteigenen Q10, also das ist Coenzym Q10 in der Ampulle, damit der Zellstoffwechsel angeregt wird und dass die Haut halt arbeitet und belebter aussieht. Die Caviar Deluxe Ampulle, das ist die Hochzeitsampulle, die macht einfach alles wunderschön. Du hast eine super genährte Haut, die sieht so weich gezeichnet aus, aber trotzdem hast du sie halt richtig schön gepflegt. Ganz, ganz toll. Dann haben wir auch noch die Hyaluronic Urea hier mit dabei. Und die Hyaluronic Urea ist auch eigentlich eine meiner Reihen, weil du hast hier die Hyaluronsäure, die halt Feuchtigkeit gibt und Urea, was halt Feuchtigkeitsverlust bewahrt und die Beruhigung der Haut auch gibt, ne? Und dann haben wir auch noch die C-Ampulle mit dabei. Da kommen wir gleich zu ganz speziellen Produkten. Das ist eine Stammzellenampulle, die teile ich mir gerne Gesicht auf und meine Kaiserschnittnarbe, die ich habe. Denn da sind halt Stammzellen drin, die irgendwie mit den Hautstammzellen irgendwie übereinstimmen, keine Ahnung. Das repariert halt enorm, ne? Und deswegen, das ist mein liebstes Ampullenset und ich empfehle euch dieses Ampullenset auch immer in Kombination mit dem Ampullensprüher, damit ihr auch wirklich das Maximale aus den Ampullen rausholen könnt. Denn klar könnt ihr euch das so in die Handinnenfläche schütten
und dann halt auftragen und so und dann vielleicht sogar auf zwei Anwendungen aufteilen. Aber noch einfacher ist es wirklich, wenn ihr das in den Ampullensprüher reinklippt und dann könnt ihr nämlich das wirklich viel, viel besser dosieren. Also absolut meine Empfehlung als Kombi-Produkt dazu. Ja, ich bin ein Dalton-Girl, ihr wisst das, ne? Ich liebe die Skincare von Dalton richtig, richtig doll, weil ich einfach gemerkt habe, dass im Laufe der Jahre Dalton-Produkte meine Hautpflege revolutioniert haben. Die haben wirklich was mit meinem Gesicht angestellt, mit meinem Körper angestellt und dafür bin ich denen halt wirklich super dankbar, dass die mich vor, keine Ahnung, wann war das, 2019? 20, 21, keine Ahnung, ist schon richtig lange her, dass wir angefangen haben zusammenzuarbeiten und da bin ich Dalton halt einfach dankbar für, dass die mich halt mit ins Boot geholt haben und ja, mir die Produkte gezeigt haben, um das mal so zu sagen. Genau. Und dann hatte ich mit meiner Ansprechpartnerin geschrieben, dass ich aktuell, das ist natürlich jetzt krankheitsbedingt so der Fall, schlafmangelbedingt, stressbedingt, dass meine Augen halt eskalieren. Also man sieht es jetzt auch nicht wirklich und die sind jetzt auch schon ein bisschen besser geworden, weil ich da halt wirklich sehr, sehr viel Liebe dran gepackt habe. Und also tatsächlich, ich habe immer zugesehen, dass ich auch sehr milde Pflege jetzt verwende und so. Und jetzt sind mir aber meine Dalton-Augencremes leer gegangen und dementsprechend brauchte ich Nachschub und habe dann meine Ansprechpartnerin gefragt, was kannst du mir empfehlen? Weil ich habe hier gerade, hier oben, ne, das ist so richtig... Ich habe erst gedacht, Julius hätte mich einfach nur gekratzt, aber das ist dann auch auf der anderen Seite auf einmal gekommen. Es ist so schuppig geworden und so juckend und ganz unangenehm. Also das hat wirklich, wirklich was mit Stress und so weiter zu tun. Das heißt, ich sollte mich mal chillen, aber kann ich nicht. Und ja, da hat sie mir zwei Augencremes empfohlen. Die hat sie mir dann einfach auch mit ins Paket gepackt. Das ist einmal die Sensitive Care Derma Balance Hypoallergene Augencreme. Die hatte meine Mom auch schon mal und die fand die richtig toll. Und meine Mama hat halt wirklich super sensible Haut, ne? Genau. Und ja, die habe ich jetzt hier auch mit drin. Das ist, also diese Reihe ist eigentlich auch eine relativ günstige Reihe und eine sehr effektive Reihe. Du hast ja keine Duftstoffe drin. Du hast hier auch irgendwie sehr viel Panthenol und pflegende Inhaltsstoffe und wenig halt diese aktiven Inhaltsstoffe, wie jetzt irgendwie, keine Ahnung, Retinol, Niacinamide, Rampampam und so weiter, ne? Sondern das ist halt alles eher so reduziert auf sehr sanfte Pflege, die ich einfach in vielen Momenten brauche. Und genau, da habe ich jetzt hier die Augenpflege mit drin und die werde ich jetzt auch direkt in Anwendung nehmen, weil meine Augen das einfach brauchen. Und ja, genau, deswegen, da freue ich mich sehr drüber, dass ich die jetzt auch hier habe, euch gezeigt habe und dann auch direkt in Anwendung nehmen kann. Denn ich brauche es halt einfach, ne? Und die Reihe kenne ich schon, die Reihe habe ich auch schon mehrfach in Anwendung genommen. Zum Beispiel gibt es da auch diese Cremes von in der reichhaltigen Variante, in der Medium-Variante. Die habe ich ja auch irgendwann mal angefangen sogar für untenrum zu verwenden als Aftershave-Creme, dass ich halt quasi keine Pickel oder so mehr bekomme. Auch das eine mega Empfehlung von meiner Seite. Und genau, dann schaue ich mir mal die Augencreme etwas intensiver an. Dann hat sie mir ja auch noch mit reingepackt, eine Reihe, die ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, um ehrlich zu sein. Die Regenerant-Reihe, regenerierend. Soja Repair, regenerierende Augencreme. Das ist diese hier. Sagt mir persönlich nichts. Also habe ich ehrlich gesagt auch so noch gar nicht bei Dalton auf der Homepage gefunden gehabt. Aber das scheint so eine generelle Reihe zu sein, die die auch schon länger haben. Das werde ich mir dann auch mal anschauen, ob die auch hilfreich sein könnte. Also sie sagte, das könnte auf jeden Fall auch funktionieren. Da müsste ich auf jeden Fall mal schauen. Und das ist halt das Geile, was ich bei Dalton habe. Das sind halt Menschen, das sind, ja, die haben es halt gelernt, ne? Ich sag denen meine Bedürfnisse, ich sag, was bei mir los ist. Und die haben halt einfach das Richtige bei sich im Sortiment. Und das ist nicht selbstverständlich, dass wenn ich halt mit meinen Ansprechpartnern, bei meinen Kooperationspartnern kommuniziere, dass die dann auch direkt die Fachleute in der Nähe haben oder selber die eben die Fachleute sind, die auch diese Beratung durchführen können und mir dann halt auch wirklich genau die richtigen Produkte empfehlen. Und bislang haben die echt immer damit ins Schwarze getroffen. Und da bin ich einfach super happy. Und ihr habt halt auch die Möglichkeit, dort die Hautanalyse zu machen, ne? Also ihr könnt das entweder über eine KI machen oder über einen Fragebogen oder ihr könnt auch anrufen und so, ne? Also wie ihr das halt möchtet. Und da halt wirklich euch die passenden Produkte, Pakete schnüren lassen, die Produkte empfehlen lassen, die für euch so sinnvoll sein könnten. Und das Coole, was es bei Dalton auch gibt, ist, dass die Produkte zum Teil in Reisegrößen da haben. Das heißt, man kann sich auch erstmal anschauen, möchte ich mir vielleicht noch nicht dieses Oshifi,
was wirklich nicht günstig ist, in einer Full-Size holen, sondern vielleicht erstmal lieber in so einer kleinen Travel-Size, was gar nicht so klein ist, mit 15 Millilitern, ne? Oder, ne, das finde ich persönlich halt auch super. Oder wenn man halt auch dran denkt, man möchte verreisen, wobei das hier jetzt nicht unbedingt reisefreundlich ist, das ist einfach sau hübsch. Die C-Reihe wollte ich jetzt nämlich auch mal als Creme ausprobieren. Ja, habe ich noch nicht gemacht. Sollte ich mal tun, wurde mir empfohlen. Marine Stammzellencreme und das hier ist die leichte Textur. Da habe ich mir gedacht, das könnte doch vielleicht was für den Morgen sein. Ne? Gerade wenn ich auch drüber nachdenke, danach mir eine, das sieht so schön aus, so abgespaced, wenn ich mir darüber halt auch den Lichtschutzfaktor auftrage, der ja auch relativ reichhaltig ist, da verwende ich ja den 50er, macht das durchaus Sinn. Deswegen, also da freue ich mich sehr, sehr drüber und ja, wie gesagt, du hast halt hier so ein kleines 15 Milliliter Pöttchen in so einer Riesenverpackung. Es macht aber schon was her, ne? Und für den Preis solltest du es auch tun. Denn die Originalgeschichte kommt so daher. Das ist aber nicht die leichte Textur, sondern die normale. Da sagte meine Ansprechpartnerin, komm, die packe ich dir auch mal mit ins Paket, dass du die mal ausprobieren kannst. Ich habe ein bisschen Angst, dass sie mir sehr gefällt. Sonst bin ich ja, wie gesagt, auch eher so bei der Sensitive Care Reihe oder bei der Hyaluronic Urea Reihe. Ne? Und ja, mal gucken, ob die was für mich ist. Das soll auch festigend sein. Und ja, die C-Reihe ist ja, wie gesagt, mit den Stammzellen. Ne? Und C steht für Skin Essential Activator. Also das aktiviert die Hautregeneration. Und so schaut das aus. Tolles Geschenk, ne? Wow, kommt mit einem Spatel daher, ist dann halt auch super edel hier in diesem extrem schweren Tiegel. Also das ist ja Wahnsinn. Ich bin ein bisschen ehrfürchtig, weil ich weiß, das ist halt auch so das High-High-High-Produkt von Dalton, ne? Und das ist wahnsinnig krass. Und das werde ich jetzt mal ausprobieren. Dann kann ich euch auch mal was dazu sagen. Mal gucken. Jedes Gramm enthält 1 Million Stammzellen. Auch das ist phänomenal. Echt krass. Morgens und abends auf Gesicht, Hals und Dekolleté auftragen. Ich glaube, die nehme ich eher abends. Und ob ich Hals und Dekolleté auch mache, sollte man. Definitiv. Aber mal gucken. Ich verwende abends ja auch eine Bodylotion. Okay, dann habe ich hier zwei Produkte, die darf ich euch noch nicht zeigen. Die sind jetzt neu im Sortiment. Die werden jetzt getestet. Seid gespannt. Und dann habe ich mir hier auch noch bestellt den Lichtschutzfaktor 30. Denn ihr solltet eure Lichtschutzfaktor-Produkte jetzt natürlich nach einer gewissen Zeit erneuern, sofern ihr sie noch nicht leer haben solltet. Ne? Genau, und das ist Lichtschutzfaktor 30. Verwende ich persönlich dann für den Körper ganz gerne. 150 Milliliter sind hier drin, aber lasst euch davon nicht täuschen. Das Ding ist wirklich reichhaltig. Also da kommt gut was raus. Klar, man sollte eine ausreichende Menge auch verwenden, aber da hast du wirklich länger was von. Und auch der fürs Gesicht ist sehr, 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 sehr toll. Habe ich aktuell auch noch in Anwendung. Sehr empfehlenswertes Produkt. Ich finde es klasse. Also für mich auch so der Lichtschutzfaktor fürs Gesicht, wo ich dann auch perfekt eine Foundation und so drüber tragen kann, habe ich heute Morgen auch verwendet. Ne? Und dann einfach nachher, also schon ein paar Stunden waren dazwischen. Normalerweise sollte man so ungefähr eine Viertelstunde dem Lichtschutzfaktor im Gesicht auch eingeben, die Zeit lassen einzuziehen und so und dann Primer, wenn man möchte, muss man nicht. Ne? Primer musst du eigentlich nach dem Lichtschutzfaktor nicht unbedingt drüber geben, aber dann halt Foundation oder BB-Cream und so weiter und dann krümelt es halt auch nicht. Ne? Das ist so meine Erfahrung. Ja, also das sind so meine Dalton Neuzugänge und da kann ich jetzt natürlich wieder allerhand testen, beziehungsweise manche der Produkte kenne ich ja auch schon und ich bin da ein bisschen ehrfürchtig wegen dieser C-Geschichte, aber ansonsten auch sehr, sehr happy, dass ich dann wieder meine leeren Schätzeleins wieder hier begrüßen darf. Als nächstes habe ich hier Produkte von Kaimana, denn wir sind ja noch ein bisschen beim Kopf. Da gehen wir jetzt mal zu den Haaren, zu meiner Walle-Walle-Mähne, sage ich ja so freundlich. Die braucht Liebe, das sage ich euch. Ich müsste wahrscheinlich auch mal ein paar Mal öfter zum Friseur gehen. Ich glaube, ich war das letzte Mal letztes Jahr im Mai. Kann das sein? Das ist echt schon eine Weile her. Oder im Juni. Es war irgendwie, es ist auf jeden Fall schon richtig lange her und ich sollte mal wieder. Aber auf jeden Fall verwende ich gerne Produkte, um meine naturblonden Haare noch ein bisschen mehr mit Glanz und Liebe zu versorgen. Und da kommt Kaimana ins Spiel. Auch hier bleiben wir so ein bisschen bei der Meereskosmetik. Ihr könnt bei Kaimana mit Hair Like Cloudy 15 auch 15% sparen, wenn ihr möchtet. Ich setze euch zu allen Sachen, soweit ich sie verlinken kann, auch Links in die Infobox. Ne? Und ja, da sind jetzt auch ein paar Neuheiten gelauncht worden.
werden. Und da habe ich einmal das Gentle Shampoo for Everyday Use. Da bin ich auch echt gespannt drauf, weil ein Shampoo habe ich von Kaimana so noch nicht gehabt. Und wir finden hier auch ganz, ganz tolle Inhaltsstoffe. Also wir sind, wie gesagt, auch wieder bei der Meereskosmetik. Warum? Weil die Gründerin von Kaimana auch tatsächlich mit Dalton verbandelt ist, um das mal so zu sagen. Und dementsprechend auch ein gewisses Know-how hat und auch die Liebe zur Meereskosmetik. Und das hat sie auch in ihren Haarprodukten dann mit reingebracht. Die sind tierversuchsfrei. Vegan sind die auch noch. Keine PEGs, keine Parabene, keine Silikone, keine Mineralöle. Sanft gereinigtes Haar ohne schlechtes Gewissen. Let's go green. Unsere Verpackung besteht aus recyceltem Plastik und kann wieder recycelt werden. Friseurqualität für zu Hause. Das finde ich ja schon mal richtig charmant. Ein sanftes Shampoo kann ich auf jeden Fall sehr gut gebrauchen. Denn meine Kopfhaut neigt auch dazu, so ein paar Schuppen zu haben und Probleme zu bekommen. Wahrscheinlich, weil ich einfach das halbe Jahr lang immer eine Weihnachtsmütze trage. Oh, das riecht wirklich angenehm. Wie eine Meeresbrise. Nein, das riecht wirklich sehr angenehm. Und da bin ich auch gespannt, wie die Anwendung ist. Ich liebe diesen Verschluss. Damit hat sie mich ja direkt, ne? Das ist ja wirklich mein favorisierter Verschluss. Und hier haben wir drin Meerwasser, Braunalgenextrakt und beruhigendes Panthenol. Das kann ich sehr gut gebrauchen. Wird auf jeden Fall ausprobiert, genauso wie auch der Conditioner. Hier haben wir meine zweitliebste Verpackung, nämlich einen Pumpspender. Auch hier wieder das recycelte und recycelbare Plastik. Klasse. Und, ne? Also das ist, finde ich, richtig klasse. Pflegender Conditioner für strapaziertes Haar jeder Art. Also für mich persönlich wäre das schöner, wenn die Schrift nicht weiß auf diesem türkisen Hintergrund gehabt hätten, weil ich kann nicht so gut lesen. Aber gut, mit Meerwasser, veganes Keratin, das finde ich auch sehr schön. Dann haben wir feuchtigkeitsspendende Cassia angustifolia, Senna-Pflanze. Okay. Gesundheit. Finde ich gut. Nee, finde ich wirklich klasse. Und über 90% natürliche Inhaltsstoffe. Das ist cool. Ne? Hier will ich auch mal dran riechen. Also abgefahrene Verpackung. Das finde ich richtig toll. Oh, das riecht richtig pudrig. Richtig, richtig sanft. Oh, ja, also da werde ich meine Freude mit haben, definitiv. Und das sind halt wirklich milde Produkte und milde Produkte kann ich immer sehr gut gebrauchen, weil nicht nur meine Gesichtshaut halt sensibel ist, sondern auch meine Kopfhaut, mein Körper. Alles ist sensibel. Das hier habe ich auch schon mal von Kaimana zugeschickt bekommen. Das Liquid Hair Treatment für einen unvergleichlichen Glanz frei von Silikon. Das ist so ein, wie soll ich das nennen? So ein Haarwasser. Das verwendest du unter der Dusche, nachdem du halt deine Haare entsprechend gewaschen hast, in den Längen und Spitzen. Ne? Und jedenfalls stehst du unter der Dusche, wringst dein Haar halt richtig derbe aus. Ne? Und dann nehme ich mir mein Haar und halt die Tube und dann gehe ich mit der Tube drückend so runter. Dann arbeite ich das kurz ein. Also wirklich auch so mit den, ne, in die Längen und Spitzen. Und dann verwandelt sich dieses flüssige Produkt in so ein Creme-Produkt. Und dann lässt du das 5 Sekunden gefühlt drin, also super schnell. Und dann kannst du es auswaschen. Das ist echt toll. Also ja, das ist eine Haarkur mit Purpur-Tank und das gehört zu den Rotalgen. Das hat mir sehr gut gefallen, als ich das auch in diesen kleinen Probiergeschichten schon mal da hatte. Ich glaube, das wurde mir sogar von Dalton zugeschickt, ne? Da kam mal was Richtung Weihnachten. Und dann habe ich hier von Kaimana nochmal den Leave-In Conditioner, den habe ich letztens erst leer gemacht, den finde ich super. Das Ding hält euch locker ein halbes Jahr, wenn nicht sogar ein ganzes, je nachdem wie lange Haare man so hat. Du hast ja die Pflege mit dabei, du hast den Hitzeschutz mit dabei und das ist abgefahren, dieses Produkt. Also wie schön die Haare damit werden, das ist, du hast keinen Frizz mehr, du hast wirklich geschmeidige, schöne Haare. Gerade für lange Haare finde ich das 1A und kann das absolut empfehlen. Das ist eigentlich ein festes Produkt, was durch den Sprüher halt so dosierbarer wird, ne? Und finde ich sehr, sehr empfehlenswert. Pflegt ohne zu beschweren, steht hier auch drauf. Und das habe ich schon zweimal leer gemacht. Einmal, als ich das damals in Korfu auf dem Zimmer stehen hatte. Und dann, als ich das halt nochmal von Kaimana bestellt hatte. Und jetzt habe ich hier meine dritte und auch die wird leer werden. Ich finde diese Verpackung, dieses Türkis, wunderschön. Das macht sich auch unheimlich gut im Badezimmer, finde ich. Ne? Also unser Badezimmer ist auch tatsächlich in diesen Farben ausgestattet. Also wir haben unsere Badmatten in dieser Farbe. Wir haben unseren Mülleimer in der Farbe. Wir hatten auch Seifenspender in der Farbe, die hat Julius leider zerstört. Und auch Handtücher und so, ne? Also es passt bei uns halt farbtechnisch richtig gut rein. Und es ist halt auch einfach
gute Pflege. Und wie gesagt, mit Hairlight Cloudy 15 könnt ihr dort, wenn ihr möchtet, sparen. Es gibt dort auch ein großes Sortiment mittlerweile. Also das wächst und wächst und wächst. Es ist eine kleine Firma, die halt immer größer wird und immer weitere Produkte mit hinzunimmt. Und jetzt, jetzt allein heute, ne, habe ich euch 3 neue Produkte zeigen können. Und das finde ich total abgefahren. Also da geht Liebe auf jeden Fall raus. Und ja, Link dazu in der Infobox. Schaut super gerne dort mal vorbei. Wir machen weiter mit abgefahrenen Produkten und werden jetzt auch so langsam uns Richtung dekorative Kosmetik robben. Und da habe ich etwas bestellt bei Amazon. Ich habe jetzt letztens, das habt ihr auch in meinem Flop-Video im i verlinkt, gesehen, 2 Pinselseifen aussortiert und immer wieder gesagt, oh, ich liebe sie. Die Da Vinci Cosmic Brushes Seife, genau. Die kriegt ihr auch bei Amazon, Douglas. Aber ich habe die jetzt bei Amazon wieder bestellt. Ich finde die fantastisch. Also die macht meine Pinsel sauber und pflegt sie auch gleichzeitig. Das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie, dass die Pinsel dir durchs Waschen kaputt gehen. Das hat man sonst ja öfters mal, ne? Und das ist halt bei dieser Seife nicht der Fall. Du merkst einfach, dass da irgendeine Firma hintersteckt, die es halt richtig drauf hat, nämlich die Da Vinci. Die machen eigentlich so Zubehör für Malerbedarf, ne? Aber die haben halt auch für die Cosmic Brushes, also für die Cosmetic Brushes, Cosmic Brushes, witzig. Nee, Cosmetic Brushes. Was? Ja, Cosmetic Brushes. Haben die halt auch diese Seife. Und ich empfehle euch die von Herzen, Leute. Ich verlinke euch die super gerne in der Infobox, weil die der Burner ist. Ich habe die sowieso auch immer bei Amazon auf meiner Favoritenseite. Hält euch schon eine Weile und ist auch wirklich sehr effizient. Das heißt, du musst jetzt auch nicht ewig rödeln, um zum Beispiel Foundation aus deinem Foundation-Pinsel, ne, so rauszukriegen. Und das hast du ja relativ oft, dass wenn die halt so hart sind, dass dann da sich gerne mal was ansammelt. Das hilft. Dann habe ich mir selber bestellt bei Lookfantastic das Libre. Das habe ich jetzt schon so häufig vorgeschwärmt bekommen von verschiedenen Kolleginnen. Und da habe ich mir gedacht, okay, es wird Zeit. Es wird Zeit, dass ich mir das Ding mal in Originalgröße hole. Ich hatte auch schon Proben da, habe sie auch gedüftelt, fand sie schön. Hatte auch schon Alternativen zu dem Libre da, was ich auch schön fand vom Duft her. Und jetzt habe ich einfach mal gedacht, so, Claudi, alles Gute zu Ostern. Das ist dein eigenes Ostergeschenk. Jetzt hast du es einfach auch mal da. Die Duftnoten haben mich einfach tierisch angesprochen. Ich glaube, das ist eher ein Duft, der sich so Richtung Herbst-Winter orientiert. Aber ich werde ihn jetzt mal drauf sprühen und gucken, wie er sich jetzt so macht. Ich habe Bock drauf. Ich kann ihn jetzt noch nicht riechen. Mal gucken. Ich mache ihn jetzt erstmal hier vorsichtig drauf. Ne? Mhm. Ja, das ist ein Abendduft. Ein etwas schwererer Duft. Ihr kennt ihn alle, Duft. Ich mag den Duft. Oh, der ist schön. Und das ist ich glaube, das ist auch ein Duft, den du, also gefühlt jeder hat ihn, aber irgendwie ist er doch schon besonders, finde ich. Und ich glaube auch, dass man den toll kombinieren könnte. Das glaube ich auch. Wenn du jetzt zum Beispiel so an dieses Kajali Pistachio denkst oder so, das kann man sicherlich auch damit kombinieren. Dann hast du diese Wärme, die im Prinzip von diesem Parfum ausgeht, in Kombination mit dem fruchtigen, wobei auch leicht süßlichem, ne, von dem Kajali. Ja, habe ich da eigentlich noch was stehen? Nee, ich hatte da eben die ganze Zeit einen Karton stehen. Gut, dass ich den eben weggeräumt habe. Ich weiß nicht, ich glaube bei Cult Beauty, da hatte ich ja auch mal was bestellt. Und ich meine, dass ich euch ganz vergessen hatte, diese Foundation zu zeigen. Das ist die Kaugusas Foundation. Revealer Skin Improving Foundation, Lichtschutzfaktor 25, Medium Coverage, Natural Dreamy Finish 30 ml. Und ich habe die Farbe Very Light Neutral 100. So schaut die Verpackung aus. Ich meine, dass ich die sogar auch schon gesehen habe bei meiner wundervollen Kollegin Jenny, Jennys Highlights. Die macht ja immer ihre Foundation-Freitage und ich meine, dass sie die auch schon mal gezeigt hatte. Ich werde die testen. Also ihr werdet die demnächst auch nochmal in einem Video sehen, ne? Also vieles, was eben jetzt kommt, wird demnächst auch in Videos zu sehen sein. Abgefahren, die Farbe ist, glaube ich, ein absolutes Color-Match. Wow! Und das nur durch online irgendwelche Farben gucken. Sehr geil. Also ich finde, dafür, dass es so teuer ist, finde ich es super schade, dass dieser Sticker hier hinten, das ist jetzt ein Monkey, ne? Aber trotzdem, dass der halt so schief drauf ist. Das ist blöd. Menno. Das finde ich wirklich blöd. Sowas mag ich ja nicht. Aber gut, das ist jetzt so. Und ja, die kommen dann jetzt demnächst mal in einen New Make-Up-Testen gedönsen. Genau. Womit machen wir weiter? Pirish habe ich selber bestellt, auch ein bisschen was. Ich habe das eine, was ich bestellt habe, für meine Stiefschwiegermama in Spe bestellt. Das ist dieses Produkt. Das ist, ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Timmy, Toppi, unten Wärmevieh.
Das heißt nicht so, es heißt ganz anders, aber ich glaube irgendwie so Toasty Tummy, so heißt das, glaube ich, ne? Genau, das ist so ein Gurt und ich trage den halt, wenn ich meine Periode habe. Und dann war das letztens so, dass sie halt einen Geburtstag hatte und ich habe, ich glaube am selben Tag oder kurz vorher halt meine Tage gekriegt, habe den auch in der Tasche geschmissen. Da spare ich persönlich mir halt die ein oder andere Schmerztablette durch. Und ja, den hatte ich dann auch mit und habe ihn dann auch, als ich Krämpfe bekommen habe, umgelegt. Und dann haben sich die Krämpfe halt wirklich so wieder reguliert, dass ich auch keine Tablette nehmen musste. Also ich habe dann auch wirklich keinen Bauchweh gehabt, also Unterleibsschmerzen. Und dann hat sie mal ausprobiert, ob das vielleicht auch so für Schulterschmerzen, Nackenschmerzen geht. Und dann hatte sie sich das auch umgeschnallt. Und das funktionierte auch ganz gut, weil das Ding gibt halt sowohl, dieser Gurt gibt sowohl Wärme ab, als auch, dass er vibriert, ne? Und ja, zu dem Zeitpunkt hatte ich auch noch einen Special-Code. Jetzt gerade habe ich Claudis Welt 10. Damit könnt ihr 10% sparen auf die Produkte meiner Creator-Page. Und da ist nämlich auch dieser Gürtel mit dabei. Und genau. Und da war so eine Sale-Woche und so weiter. Naja, auf jeden Fall hat sie den jetzt auch bekommen und ich bin sehr gespannt auf ihr Feedback. Und ich liebe das Teil und habe ihn auch schon mehrfach bei Kolleginnen gesehen und auch von ihnen gehört, dass es richtig gut sein soll. Und habe ihn auch, auch auf Empfehlung hin von Nicole Chiquitas Place damals selber gekauft und ich bin ihr so verdammt dankbar dafür, weil ich mir einfach so viele Schmerzen damit spare. Ich habe sonst ja Wärmepflaster verwendet, aber ja, so ist es halt irgendwie noch ein Stück weit nachhaltiger, weil das halt wirklich auch immer wieder aufladbar ist natürlich und so, ne? Und das ist effektiver, weil es halt auch wirklich diese Vibration mit dabei hat in drei verschiedenen Modi. Du kannst verschiedene Wärmestufen einstellen und so. Ich finde es halt klasse und ich empfehle euch das von Herzen. Ja, wenn ihr möchtet, schaut gerne bei Purish vorbei, da habe ich euch das auch in der Infobox verlinkt. Und wie gesagt, mit meinem Code könnt ihr darauf sparen. Die Produkte, die ich jetzt hier vor mir stehen habe, sind jetzt nicht auf meiner Creator-Page. Vielleicht sind die gerade reduziert, dann bekommt ihr auch mit meinem Code die entsprechenden 10% darauf. Ich habe die jetzt einfach mal bestellt, weil ich neugierig war. Zum einen hier diesen Essence Jelly Grip Hydrating Primer. Ja, denn auch bei Purish bekommen wir Essence und Catrice Produkte und auch das Essence Sortiments Update ist dort zu finden gewesen und ich habe ihn bislang vorher nirgendwo anders gefunden und dann jetzt halt einfach mal mitbestellt, ne? Und da bin ich gespannt drauf. Ich habe da jetzt schon unterschiedliche Meinungen zu gehört. Mal gucken, ob er mir gefällt. Mal schauen. Dann habe ich mir auch, das hat mir Sarah Isabel empfohlen, Fleeky, das Glowy Lip Oil habe ich mir bestellt in der Farbe Peachy Pink Nummer 12. Sie hat gesagt, wie, das kennst du noch nicht? Das ist großartig. Als sie letztens hier war, das Video habt ihr noch nicht gesehen. Also ihr habt Make-up-Changer schon gesehen, auch das MI verlinkt. Wie viele I's will ich eigentlich verlinken? Mal gucken. Und ja, da hatte sie nämlich dieses Lippenöl mit dabei. Und sie fand das fantastisch und hat mir gesagt, ich muss mir das auf jeden Fall mal anschauen. Und deswegen habe ich mir das dann kurze Zeit später auch selber dort bestellt auch. Und ja, noch gar nicht ausprobiert. Und jetzt seid ihr live und in Farbe mit dabei, wenn ich mir das erste Mal auftrage. Ja, es ist ein Lippenöl, das ist natürlich jetzt nicht so peachy pink, ne? Das ist jetzt auf den Lippen wahrscheinlich einfach etwas transparenter und hat nur einen Hauch von Farbe mit dabei. Diese Oschi-Applikatorfüßchen, wer die erfunden hat, ne? Der gehört gebauchstreichelt, weil er es gut gemacht hat. Ach was. Es riecht auch ganz leicht, aber nur sanft. Der Applikator fühlt sich angenehm auf den Lippen an. Und auch das Lippenöl ist schön. Mhm. Also jetzt mal ganz witzig gesagt, es fühlt sich nicht ölig an. Also ganz, ganz mühölig. Aber überhaupt nicht schwer. Das ist wie Wasser eigentlich. Super angenehm. Schön, das mag ich, ne? Dann habe ich jetzt auch schon von vielen die Empfehlung bekommen, dass dieser No Cosmetics 120 Stunden Liquid Hydrator total großartig sein soll. Keine Ahnung, werde ich ausprobieren. Ich habe jetzt bei manchen gehört, dass sie den sogar als Toner verwenden. Da haben wir 5% Panthenol drin, das ist hautberuhigend. Ectoin, Beta-Glucan, Aminosäurenkomplex, stärkt und beruhigt die Haut. Schauen wir mal an, ne? Wie das so wird. Vorgebrauch schütteln. Ja, weil die Firmen halt immer weniger Konservierungsstoffe verwenden und dementsprechend ist das Ganze dann etwas so, dass ich das halt trennen kann. Ja, das ist flüssig, das ist wie ein Toner. Mal gucken. Dann habe ich mir auch noch ein Peeling bestellt. Das fand ich interessant. Also, interessant finde ich übrigens auch, dass irgendwie nur, hier ist voll die Mogelpackung. Hallo? Da ist voll das tiefe Loch drin. Naja, von Be Fresh. Das hatten wir jetzt öfters mal als Marke auch in Boxen drin. Scrub Me Like You Mean It. Das ist ein Pineapple Punch Körperpeeling mit Zucker und Shea Butter. Eigentlich hätte ich mir super gerne das, ich glaube mit Wassermelone war das, ne, geholt. Aber das war halt nicht mit Zucker. Das fand ich schade.
Naja, das wird auf jeden Fall ausprobiert und das ist relativ günstig, ne? Auch so ein Zuckerpeeling ist mal eine schöne Geschichte. Und dann schauen wir mal, was das so kann. Wie viel hier ist eigentlich drin? Mal gucken. 200 Gramm ist eigentlich gar nicht so wenig. Ne? Wird ausprobiert. Und dann, Leute, was ist das denn? Diese Tasche war dann einfach damit drin. Und dann habe ich erst gesagt, hä, was habe ich mir denn da bestellt? Ich habe mir ein Set bestellt von Beauty Blender. War reduziert, ne? Und dann war da einfach diese Glitzertasche mit dabei. Fand ich süß. Wird weitergegeben halt, ne? Weil ich selber habe schon einige von diesen Täschchen. Hast du hier auch noch so eine Seitentasche und so mit dabei. Naja, auf jeden Fall ist das hier einfach ein Beauty Blender. Ich mag den Beauty Blender. Ich finde, das ist einer der besten Make-up-Schwämmchen, die es so gibt. Und dadurch, dass es halt im Set war, war der halt auch super erschwinglich, ne? Und dann habe ich hier halt noch mit drin ein weiteres Produkt. Genau, und zwar ein Setting Spray, das ich schon mal hatte. Und das wollte ich nochmal ausprobieren, weil das ist ein ganz spektakuläres Setting Spray. Das ist, wenn ich mich richtig erinnere, nämlich so leicht ölig. Und das ist für mich persönlich ja genial. Ich brauche das ja, ne? Ich bin ja so eine richtige Trockenpflaume. Und wenn ich dann halt so Produkte habe, die halt auch dann nochmal setten und gleichzeitig Feuchtigkeit spenden, in einem immensen Maße, 4 in 1, nee, das ist doch ein anderes. Oder war das einfach nur eine andere Verpackung? Ich weiß nicht, 4 in 1. Firming Peptide Setting Spray. Da sind nämlich auch Peptide mit drin. 100 Milliliter. Scheint dann vielleicht doch ein anderes zu sein. Naja, wird auf jeden Fall dann mal ausprobiert. Hatte ich irgendwie anders. Das war eine andere Verpackung. Die war kleiner. Und das war so ein Zwei-Phasen-Ding. Naja, musst du auf jeden Fall auch schütteln, bevor du es verwendest. Vielleicht ist es das. Muss ich nochmal evaluieren. Das finden wir zusammen raus. Und genau, das wäre jetzt die Purish-Bestellung gewesen. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu Beautylish. Beautylish sitzt in Amerika. Ihr müsst aber nicht zusätzlich Zoll bezahlen auf die Preise, die ihr online seht, weil da ist das Ganze schon entsprechend reinkalkuliert. Das macht die Homepage automatisch, ne? Und ja, da gab es halt so Aktionen. Zum einen waren da Rabattaktionen, Neuheiten und Goodie-Aktionen. Mit Goodie-Aktionen kriegen mich viel mehr sowieso. Das ist ja echt crazy bei mir. Auf jeden Fall fing das Ganze an mit diesem Hourglass Concealer. Den hatte ich dort gefunden in einer Travel Size. Ich habe die Farbe Birch. Ich glaube, der ist viel zu hell. Aber wir gucken mal, wie das Ganze dann auch auf meinem Gesicht wird. Ich glaube, mit dem, was ich hier habe, hätte ich ja fast schon Fullface schminken können, wa? Egal. Oh, eins habe ich vergessen von Purish. Den Highlighter, den ich gerade drauf habe. Den von Mesauda. Den habe ich gar nicht gezeigt. Den werdet ihr in einem Schminki sehen? Weiß ich nicht. Werdet ihr in einem Schminki sehen, ja. Genau, da habe ich hier nämlich von Hourglass diesen winzig kleinen Concealer. Und ich finde es ja nicht schlimm, wenn ich kleine Größen habe, weil ich einfach so viel da habe, dass es mir sowieso schwerfällt, das Ganze aufzubrauchen. Ne? 1,3 Milliliter ist nicht die Welt. Und klar, wenn man sich das hochrechnet, ist ja natürlich viel, viel teurer als die Originalgröße. Aber wenn er mir vielleicht gar nicht gefällt, dann bin ich ganz froh, dass ich mir nur die kleine Größe geholt habe. Ne? Ist der nicht süß? Ich habe ein Herz für kleine Dinge, muss ich ja wirklich sagen. Mal gucken, ob das hinhaut. Der sieht sehr, sehr hell aus. Oh mein Gott. Ja, ich mache das halt auch immer so, dass ich mir online immer ganz viele Swatch-Bilder angucke. Ich schaue mir auch andere YouTube-Videos an und so, wenn ich halt die Produkte noch gar nicht kenne und mich auch noch gar nicht irgendwie an Farben orientieren kann und so. Und ich surf und surf und surf. Und diese ganze Erfahrung, die ich dann ja quasi sammle, seht ihr dann ja letztendlich in meinem Gesicht. Also ob ich dann quasi die richtige Farbe gewählt habe oder nicht. Deswegen sehe ich das halt auch so ein Stück weit als meine Aufgabe, für euch die richtige Farbe zu finden, Sofern ihr meinen Ton haben solltet. Toll. Ja. Jouer habe ich ja auch noch gefunden. Essential High Coverage Creme Foundation. Fand ich so spannend. 20 ml sind da drin, Hyaluronsäure. Ja, matt und oil-free, da bin ich mal gespannt, ne? Also ich weiß nicht, bei wem ich die Foundation, war das auch Jenny? Das ist so eine richtige Anfixerin für mich, ich darf von der kein Video gucken. Ivory ist hier die Farbe und ja, das ist vielleicht, es ist eine Winterfarbe, die muss ich jetzt auf jeden Fall sehr bald dann mal austesten. Genau, muss ich auf jeden Fall, will ich auf jeden Fall und da bin ich sehr gespannt drauf, ob die wirklich jetzt matt ist. Und wie das so mit uns beiden funktioniert. Aber ich habe irgendwas auch mit Dewy oder sowas gehört. Ich weiß es nicht. Shake Well muss man gut schütteln. Oh, die ist super flüssig. Oh, das höre ich richtig. Schicker, schicker. Okay. Mhm. Und genau, die wird auf jeden Fall ausprobiert. Das ist eine Glasverpackung. Das ist schon schick, ne? Ja, ich weiß. Und manchmal ist es auch ganz interessant für mich, wenn ich dann halt auch bei hier bei diesen Shops halt stöber, bei Cult Beauty oder
jetzt habe ich gerade einen Hänger. Bei Beautylish, genau, oder bei Monolith, wo wir gleich hinkommen, da entdecke ich Dinge, Leute. Oh, und jetzt kommt gerade die Herznote durch. Die ist, das ist so ein bisschen wie Haarspray vom Duft her, oder? Das Yves Saint Laurent Libre. Naja, genau, es gab halt auch gratis mit dazu, wenn man bei Beautylish was bestellt hat von Jouer, diese Palette. Das ist mal abgefahren, ne? Matt und Schimmer Eyeshadow Palette. Gab es einfach gratis mit dazu. Das könnt ihr euch anschauen. Da kann man nämlich oben den Reiter auswählen. Gratis. Und dann wird euch das angezeigt. Und ja, das stand da halt so drin. Da habe ich mir gedacht, abgefahren. Dann Mentau, ne? Und die Foundation fand ich sowieso interessant. Ja, das ist jetzt keine Palette, die mich persönlich super ansprechen würde. Aber das kommt euch dann ja zugute, weil die Palette dann demnächst einfach in der Verlosungsbox landen wird. Also wie jetzt zum Beispiel, ne? In der Verlosung in diesem Video. Da werden solche Dinge dann auch zu finden sein. Ich weiß nicht, ob diese Palette dann da drin ist, aber sicherlich halt auch das ein oder andere Schmuckstück, weil ja, die Foundation hat mich sowieso interessiert und dann gab es das halt mit dazu. Ist doch super. Genauso wie diese Nude Sticks Produkte. Wer war das? Irgendwer. Ich guck auch zu viel meine Kollegin, muss ich wirklich sagen. Hat mich angefixt. Und ja, dieses Nude Stick Set hätte es auch bei Look Fantastic gegeben. Aber ja, das habe ich dann da halt bei Beautylish gesehen. Und dann habe ich das auch in meiner Farbe ausgewählt. Da gibt es auch unterschiedliche Beachy Nudes, Blush Bronzer und Highlighter. Also Blush Bronzer und Glow ist das quasi. In einer Stick-Variante. In diesen... Ist es so süß. Ja, ich weiß. Es ist... Oder habe ich das bei Contra Junkie gesehen? Kann sein. Naja, auf jeden Fall ist es halt so ein Stick hier. Und das ist zum Beispiel der Bronzer, ne? Und den kannst du hochdrehen. Da ist nicht massiv viel Produkt drin. Also das war's, ne? Und ja, also so, um einfach mal so ein bisschen da reinzukommen. Und diese Nude Stick Sachen finde ich schon spektakulär. Vor allem fand ich den Blush hier abgefahren, Leute. Wie heißt der? Also aus der Nudies Collection. Shade Picante, genau. Und das sieht wirklich pikant aus, ne? Guckt euch mal dieses Orange an. Oh, Sarah Isabel wird sich freuen, wenn ich das trage. Das ist so ein Feuerorange, oder? Das sieht aus wie ihre Haare. Richtig geil. Richtig, richtig, richtig geil. Ja, und dann noch in dieser süßen kleinen Verpackung. Ich glaube, sowas wäre auch echt eine coole Sache zum Verreisen, dass du halt nur diese Sticks mitnimmst. Läuft. Ja, und dann gab es halt, wenn man was bei Nude Sticks oder von Nude Sticks bestellt hat, noch mit dazu. Das sind, glaube ich, so Cream Eyeshadows, ne? Ja, Polyjeu, genau. Das ist in der Farbe Copper Foil. Dann Nudity und Sunkissed Pink. Das sind alles halt solche Augenstifte. Da bin ich jetzt halt auch nicht so ultimativ Fan von. Auch die werden demnächst in Verlosung sein. Aber die gab es halt, wie gesagt, mit dazu. Und dann gab es noch ein Goodie mit dazu von Peter Thomas Roth oder Peter Thomas Roth. Nein, ich glaube, ich meine, er heißt Peter Thomas Roth. Water Drench Hyaluronic Cloud Rich Barrier Moisturizer. Den hatte ich letztens erst in einer Box drin. 7,5 Milliliter. Da gab es nämlich eine Sonderedition von der Look Fantastic Beauty Box, wo ich mir das bestellt habe. Und bevor wir zum Monolith kommen, sollten wir uns alle erstmal einen ordentlichen Schluck trinken, denn da habe ich jetzt was richtig Abgefahrenes. Ich glaube, ich starte auch mal direkt mit den Kloppern. Da ist die liebe Peggy, die Anfixerin. Denn die hat uns allen doch, glaube ich, erst Monolith und überhaupt diese ganzen Indie-Brands schmackhaft gemacht. Und ihr bekommt dort so krasse Marken. Da bin ich einfach gespannt drauf. So, Fantasy Cosmetica ist etwas, wofür sie auch immer wieder mal Werbung macht. Und da habe ich mir diese drei Schätze geholt. Die sehen jetzt sehr, sehr unscheinbar aus. Aber ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, wenn ich jetzt schon dort von so einer spektakulären Marke etwas bestelle, dann möchte ich auch spektakuläre Farben haben. Wir starten etwas entspannt mit Unearthed. Das ist so ein matter Rostrotton, Ziegel. Ne? Aber auch schon, es ist speziell, aber ich glaube, dass es auch eine sehr, sehr angesagte Farbe ist. Und die Bilder haben mir gezeigt, dass die Zähne dadurch enorm weiß aussehen. Ich werde euch zu diesen drei Lippis auch ein... Oh, das schließt magnetisch. Mein Herz freut sich. Ich werde euch zu diesen drei Lippis auch ein separates Reel oder so mal machen, weil ich das einfach so abgefahren finde. Wir machen jetzt weiter. Ich nehme jetzt mal Forgotten. Forgotten und Overgrown sind die Farben. Forgotten ist grün. Ja,
Sowas ist abgefahren. Ich habe ja auch einen türkisfarbenen Lippi von Anastasia Beverly Hills. Und ich muss sagen, seitdem ich den jetzt das letzte Mal auch Karneval getragen habe, ich liebe dieses Türkis. Ich finde es so schön. Und ich glaube auch, dieses Grün kann so ein bisschen aussehen wie Moorleiche. Aber es kann auch geil sein in einem Look. Das ist definitiv jetzt nicht unbedingt ein Alltagstönchen. Aber ich glaube, it's a look, wenn man den trägt. Und jetzt kommt Overground. Ja, ne? Ich hab mich was getraut, ganz einfach. Es ist blau. Es ist einfach ein wunderschöner blauer Lippenstift. Es ist speziell. Aber ich finde es auch einfach schön, solche Farben in der Make-up-Collection zu haben. Ich meine, dass die auch ein bisschen reduziert waren und ich dadurch dann halt ein bisschen was sparen konnte, ne? Es ist abgefahren, aber das war der Tag, wo ich da bestellt habe, wo ich irgendwie ein bisschen fancy unterwegs war. Dann habe ich mir eine Palette bestellt, um die ich schon etwas länger drum zugetänzelt bin. Und die Umverpackung war abgefahren, aber die habe ich nicht mehr. Die habe ich direkt weggetan, weil die war einfach zu groß. Von Adept Cosmetics habe ich hier eine Palette. Und You Have Failed This City steht hier drin. Dieses unverschämt teure Schätzelein mit 89,50 € heißt Inspired Palette. Und ja, diese Umverpackung allein ist schon der Wahnsinn. Ne? Also das ist sehr, sehr hochwertig und das sollte es für den Preis auch sein. Wirklich, wirklich. Ne? Also das ist dann auch eine der teuersten Paletten, die ich habe. Gott sei Dank mit Spiegel. Und hier sind die Töne. Ja, dass ich die toll finde, sollte, glaube ich, jedem relativ klar sein. Wir haben eine Reihe mit matten Tönen, die halt grün sind. Das ist schon mein Vibe, ne? Und hier oben haben wir Duochromes, wie sie im Buche stehen. Und ich freue mich immens drauf, mit euch mit dieser Palette zu spielen. Ich drehe sie mal ein bisschen, dann sieht man auch ein bisschen diese Duochrome-Sachen, ne? Abgefahren. Dazu mache ich euch separate Videos. Das macht jetzt keinen Sinn, wenn ich da jetzt irgendwie drin rumfuhrwerke. Und abgefahren. Ich will sie benutzen. Also da habe ich auch richtig Spaß dran. Muss ich, ne, wisst ihr, ich bin so ein buntes Mädel. Ich muss meine Nägel auch machen. Ich weiß, da fehlt die bunte Geschichte. Aber wenn ich im Dreck fühle und also ständig irgendwie im Garten bin, dann lasse ich das auch mal für ein paar Tage sein. Ne? Nun, sehr erfreut über diese Palette. Ich bin. Habe ich mir auch selber gekauft. Das musste einfach sein. Ne? Das war quasi, als ich was war das? Das war, während ich die Bronchitis hatte, genau. Da war ich nämlich kurz vor Exitus und habe mir gedacht, so, das muss jetzt noch sein. Und dann gab es auch noch von Glamlight A Nightmare on Elm Street dieses Brush Set. Ich habe tatsächlich auch Glamlight-Paletten da und ich habe auch schon einiges andere, ne, Blush und Highlighter habe ich auch schon von denen, aber ein Pinselset habe ich noch nicht und da habe ich mir gedacht, gut, ne, es war halt dort zu kaufen und dann habe ich mir das gekauft und das sieht so aus, erstmal, das sieht aus wie kleine Reagenzgläser, diese Pinsel da drin, ne, das ist so witzig und Glamlight ist ja sowieso, was die Verpackung angeht, anders und auch was die Produkte an sich angeht, ich meine, wer bringt ein, habe ich da oben auch stehen, eine Dirty Martini Palette als Dirty Martini raus? Nur mal so. Nun, auf jeden Fall haben wir hier ja so eine rote Flüssigkeit drin und hier oben dann halt einen grünen Verschluss. Und ich finde, das ist einfach bis ins Detail von der Verpackung her durchdacht. Und jetzt müssen die Pinsel nur gut funktionieren. Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ne? Da haben wir halt einen Foundation-Pinsel, einen Shader haben wir mit dabei, einen Point-Brush, einen Puderpinsel und halt einen Highlighter-Pinsel. Und ich denke, damit werde ich definitiv meine Freude haben. Und das ist aus dieser Nightmare on Elm Street Reihe, ne? Genau. Das war dann halt zu Halloween und das gab es dann bei Monolith. Ich glaube auch sogar ein bisschen reduzierter. Weiß ich gar nicht. Kann ich ja mal hier auf der Rechnung kurz nachspicken. 29,90 €. Ich weiß ja nicht, ob das reduziert war. Nun, auf jeden Fall war das jetzt einfach mal mein kompletter Haul, was ich hier so ein bisschen gesammelt habe und euch mal zeigen wollte. Wie gesagt, alles, was ich so finden kann, in der Infobox verlinkt. Wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne mit den Codes, die ich euch genannt habe und auch in der Infobox verlinkt habe, ein bisschen was sparen. Sowohl bei Dalton, als auch bei Kalmana, als auch bei Purish, als auch bei Look Fantastic. Wo habe ich denn noch Codes? Ach, ich habe so viele Codes. Aber ich sorge immer dafür, dass ihr, wenn ihr euch was gönnt, dann nicht allzu sehr weinen müsst wie ich. Wobei ich auch ganz gerne dann meine eigenen Codes verwende oder die von meinen Kolleginnen halt. Ne? Ihr Lieben, das wäre es hier von mir gewesen. Ja, wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.